Ja, so ungefähr kann ich mir vorstellen. Was für eine Stimme hat eigentlich Samus? In einem der späteren Teile, glaube ich, spricht sie. Also sprechen. Es gibt halt Textpassagen, wo man Samus Text lesen kann. Und... Ah, ich mache euch einfach platt. Ich bin noch gespannt, was für einen stimmlichen Anklang ich dem geben werde. Und ich habe schon eine Idee im Kopf, aber lasst euch überraschen. Da 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 da. Ja, jetzt sind wir auch voll. Ich möchte jetzt eigentlich im Endeffekt nur noch die Jets besiegen. Ja, bin auch tot. Okay, nur noch euch. Und den danach. Ach, warum eigentlich? Warum will ich euch besiegen? Was bringt mir das? Gar nichts. Also echt, was mache ich hier? Okay. Und wieder sowas. Also so langsam habe ich die Struktur der ganzen Scheiße hier im Kopf. So, hier geht's nach unten und nicht mehr. Gut. Badabam! Warum gibt es denn... Ah, okay. Nee, doch nicht, okay. Hä? Was bist du? Ein Raketentank! Juhu, juhu! Gut, wir merken uns, hier gibt es einen Raketentank. 100... 100! Was? Das, was ich meinte. Ja. Ich hoffe, jetzt habt ihr ein wenig Verständnis dafür. Wie kann ich die nennen? Giftpilze, danke. Giftpilze, fickt euch. Fickt euch tief. Überall hin. In jede erdenkliche Öffnung. Ohre, Auge. Ohre, Auge. Mhm. Und ich fick mich auch tief in mein Deutsch. So. Wie kann... Leck mich. Ja, so leckst du mich nämlich. Okay, im Endeffekt sind die ganz einfach. Man kommt nah, macht so, zack, bumm, tot. Gut, ich hatte Angst. Aber jetzt nicht mehr. Hey, Helikopter. So, hier gibt es... Schauen wir nach unten. Boah, das ist unfair. Das ist nun mal wirklich scheißen Dreck. Okay, okay, okay. Wir machen also erstmal den ganzen Kack-Mist-Dreck hier frei. Dafür müssen wir uns auch mal nicht treffen lassen. Und so geht nämlich. Genau, danke. Okay, jetzt hier. So, und jetzt hier. Und so, und jetzt hier. Und so, und jetzt hier. Na, okay, jetzt kann ich dich eigentlich besiegen. Komm her. Danke. Du bist Geschichte, mein Freund. So, so, und du auch. So, du bist auch Geschichte, mein Freund. Und gehen wir hier rein. Genau. Dö, dö, dö. Hier gibt es mir zu viel gefrorene Käsesuppe. Und zu... Boah, ich entdecke eine Sache nach der anderen. Und das ist... Space Jump? Bitte was habe ich jetzt? Bitte was? Ihr verarscht mich. Nein, ich hoffe, ihr verarscht mich nicht. Oh. Oh. Gott, ich meine, guck mal. Guck mal, guck mal. Geile Kacke. Alter. Alter. Geil. Ja, Space Jump. Wir können mehrmals springen in der Luft. Gut. Warum? Aha, aha. Mhm, oh. Interessant. Gut, den kann man nicht kaputt machen. Ist mir egal. So, wir haben jetzt den Space Jump, jetzt ist mir alles Latte. Geile Axt. Verdammt cool, verdammt cool, verdammt cool. Ja, 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 ja. Das Spiel wird immer besser. Natürlich wird es immer besser. Es ist nämlich Metroid und Metroid kann nur gut und besser und schön werden. Also bitte. So. Och, im Endeffekt, wisst ihr. Hä? Oh. Mhm. Mhm. Oh, nein. Oh. Ich bin noch unschlüssig, wie er klappt. So. Nein. Hä? Ja, so auch nicht. So. Okay. Ja. Nein. 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 Ja. Gut. Oh, ich kann dich nicht besiegen. Oh, ich, Glühwürmchen, genau. Habe ich euch getauft. Gut, Helikopter kann ich dafür aber umso leichter killen. Also nehme ich nur Helikopter. Aber... Wah, sogar mit einer Rakete nicht. Und, wir fallen hier nach unten. Ja. Und das heißt, wir treffen auf... Knupsi! Eventuell, wenn wir Glück haben. Ich will Knupsi treffen. Knupsi, bist du da drin? Nein. Hm. Knupsi, zeig dich mir. Ich liebe dich doch so sehr. Was ist das? Speichern?
Okay, gerne. Weil, was kommt denn jetzt? Dummlaser! Hi, Dummlaser. Hi, hi, hi. Freut mich, Dummlaser. Nochmal Dummlaser. Hi, Dummlaser. Und... Oh, Dummlaser. Wahnsinn! Gut, wenn ihr euch das angeschaut habt, ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und euch das nochmal anschauen, weil ich fand das gerade durch Zufall beachtlich, wie ich ausgewichen bin. Und was bist du für ein... Gut, gut, solange ich es einfrieren kann, ist es nicht gefährlich. Dummlaser ist eh nicht gefährlich, offenbar. Also, okay. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, wir machen wieder die erfreuliche Bekanntschaft mit Knupsi. Und? Nein, oh mein Gott, ein Laser. Spacer! Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Also ich glaube, ich bin auf dem richtigsten Wege hier im Spiel gerade. Ja, ich habe ein ultra gutes Gefühl. Ultra gut, genau, so gut kann man es schon beschreiben. Es ist ultra gut, es ist nicht mega gut, es ist nicht hammer gut. Nein, 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 es ist ultra gut. Versteht ihr mich? Ich meine ultra gut. Also geht das in euren Kopf rein. Ultra gut. Ah, genial, genial. Was wir hier alles entdecken und was wir nicht alles Tolles haben jetzt. Und dafür kann ich die Gegner nicht mehr einfrieren. Das ist natürlich eine riesen Bockmist-Scheiße. Hm. Wir machen zwar mehr Schaden, aber wir frieren die Gegner nicht mehr ein. So ein Oberdreck. Also, Entschuldigung, aber... verdammt. Ich mochte es. Ja, genau wegen solcher Sachen. Genau wegen solcher Sachen. Und auch wegen solcher Sachen... Oh mein... Bitte? Achso, na gut, ich mache mich einfach zu. Spider-Ball! Und vernichte dich von unten. Du hast keine Chance gegen meine überlegenen Bomben. Kabuff, kabuff. Und ich bin in die Energie reingefallen. Kabam. Zack. Spider-Ball. Auch dich. Weil ich habe ein wenig Energie verloren. Ich möchte die Energie gerne wieder haben. 1, 2, 3, 4. Baff, 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 baff. Scheiße. 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 Ah, gut. 1, 2, so. 1, 2, 3, 4. Ja, sehr gut. Nicht gut. Okay. Hä? Dass es da lang ging, wusste ich nicht mal. Weil... Hä? Buh! Buh! Okay, Schätzchen, komm her. Ich warte hier unten auf dich. Komm einfach her. Ich warte. Okay. Offensichtlich. Alter. Ich habe jetzt Mörderschreck bekommen. Gut. Jetzt sind wir hier. Raketen haben wir schon. Da ist mein Schätzchen. Mein Schätzchen. Mein Schätzchen. Wo bist du? Wo warst du denn? Schätzchen. Scheiße. Habe ich es getötet? Kann sein. Okay. 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 Schätzchen, mach keine fiesen Matenten. Wiesematon. Wiesematon. Na, woher kommt Wiesematon? Von Wiesematon. Besuch mein Zelt. Was die Frauen, die leichten Damen. Das ist jetzt einfach unnützes Wissen, was ich euch nebenher erzähle. Die leichten Damen nehmen. Damen. Die leichten Damenbärte damals, genau. Yes. Achso, einfach zum Ball machen. Ich bin auch ein Obertrottel. So. Die leichten Damen damals im Mittelalter, glaube ich, in Frankreich, haben gesagt, wenn die Soldaten vorbeigekommen sind und doch mal in ihr Zelt rein sollten, damit halt die Frauen auch Geld verdienen, haben sie gesagt, Wiesematon. Und das ist halt anscheinend, ich glaube, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, ein wenig ein Falscher, also ein Falscher nicht, aber ein Scheißendreck. Was mache ich denn? Warum entdecke ich auch noch Orte? Und warum mache ich mir selber Angst? Oh Gott. Aber warum entdecke ich auch mehr Raketen? Tidladudel. Autsch, autsch, autsch. Boah. Gut, mehr Raketen bedeutet... Mehr Raketen bedeutet... Mehr Raketen! Bedeutet mehr Schaden. Im Endeffekt auch. Joa, mir egal, habe ich euch kaputt gemacht. Wir können aber auch nach links gehen. Gehen wir jetzt halt mal nach links. So. So, 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 so.
Ihr seid gut für Raketen, das ist gut. Ah, okay. Und ihr seid auch gut für Schaden. 10 Schaden, holla. Ich möchte nicht wissen, wie viel Schaden ich ansonsten nehmen würde. Ohne meinen Barrier Suit. Energie aufladen hier vielleicht? Hä? Schätzchen! 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 Komm, die Hochzeitsnacht war nicht so schlecht. Du musst nicht gleich hier ausrasten. Nicht